Gut, gehen wir weiter in dem interaktiven System. Da gibt es jetzt ein Projekt, was mit Musik, mit Audio zu tun hat, und das nennt sich dann iMusic. Clemens Kamm, wie du hast raus. Hi, also ich bin der Clemens und wir waren anfangs über interaktive Systeme, wie er schon gesagt hat, iMusic. Und ja, ich stelle mal vor, was unsere Grundidee war praktisch. Wir waren praktisch mit dem Anwendungsbau, bevor das zweite Semester angefangen hat, im ZKM. Das ist das Museum für digitale Medien und so weiter in Karlsruhe. Und da haben wir die Idee bekommen, dass wir mit Hilfe von Bewegungssteuerung Musik erstellen können. Es gibt da ein sehr simples Spiel und wir haben gedacht, wir können das praktisch als Version 2.0 umsetzen. Genau, also das heißt, wir wollten mit Hilfe von Gesten und mit Hilfe der Kinect praktisch Musik erzeugen und das ohne, dass man große Kenntnisse praktisch genau vorhanden sei, also ohne musikalische Ausbildung. Ja, und bevor ich hier groß das erkläre, zeigen wir einfach ein Video dazu und erklären da ein bisschen dazu, was wir dabei gedacht haben uns. Genau, also man sieht hier jetzt die Benutzeroberfläche mit diesen Kreisen und im Prinzip, was man da sieht, sind einfach Töne angeordnet und das ist mit Hilfe von MIDI praktisch gemacht und wir schalten hier einfach mal so ein bisschen durch, was es da für verschiedene Modi gibt. Was praktisch schon der Hauptaufwand war, war diese Gesten zu erfassen, da praktisch wir per Kinect ja erfassen mussten, ja, was macht er jetzt praktisch genau und dass man nicht auf Szenen praktisch eine Geste auswählt und das war mit eines der Hauptschwierigkeiten, die wir hatten während des Projektes. Und was man im Hintergrund praktisch jetzt mehr oder weniger gut sieht, ist praktisch, wir haben auch probiert, es zu visualisieren. Genau. Und wir haben. Wisst ihr noch was? Ja, das Ganze ist mit C-Sharp programmiert und. Wenn man selber versucht zu implementieren, man versucht auch so unterschiedliche zu erstellen, dass man nicht mit einer Bewegung irgendwie eine andere Geste auswählt und die auch relativ ähnlich matchen, sodass man das hier so für die Realität matchen, dass man auch versteht, was man mit der Geste macht. Wir haben verschiedene Spielmodi drin, dass man hier, was man jetzt gerade sieht, so eine Art Spieleffekt hat, wo man bestimmtes Soundpattern einspielen kann und drüber machen. Zum Beispiel Töne drüber springen kann oder wie vorhin auch schon gesehen, also bestimmte Drumbeats oder Gitarrenspielen. Ja, das kann man sich dann auch später nochmal alles drüber anschauen und selber ausprobieren. Das ist eigentlich so zum Spielen da, das ist kein richtiges Instrument, aber macht natürlich auch viel Spaß, wenn man sich ein bisschen selber ausprobieren kann. Also wir haben. Bei uns war echt der Fokus darauf, dass es auch Spaß macht, das Ganze. Jetzt nicht irgendwie unbedingt ein riesen Anwendungsgebiet hat oder so, sondern einfach ein interaktives System halt als Spiel und Spaß zu verstehen. Genau. Ja, vielen Dank.